Als Creator im YouTube-Partnerprogramm fragst du dich bestimmt, wann werde ich bezahlt? Bei Zahlungen von YouTube gibt es zwei Phasen, die für dich interessant sind. Die Einrichtung und die laufenden Zahlungen. Zuerst brauchst du ein AdSense für YouTube-Konto, um dich beim Partnerprogramm zu bewerben. Hast du es ins Programm geschafft, sind vier weitere Schritte für die Einrichtung nötig. Die sehen wir uns in diesem Video genauer an. Außerdem erfährst du, wann du deine Auszahlungen erhältst. Als erstes brauchst du Mindesteinnahmen von $10 oder den entsprechenden Betrag in deiner Währung. Sobald du diesen Betrag erreicht hast, musst du deine Identität bestätigen. Du siehst dann eine entsprechende Aufforderung auf der Seite Einnahmen in YouTube Studio. Zur Bestätigung deiner Identität brauchst du einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis. Den musst du innerhalb von 45 Tagen einreichen, sonst wird die Monetarisierung für deinen Kanal pausiert. Ist das erledigt, musst du noch deine Zahlungsadresse bestätigen. Dazu schicken wir dir eine 6-stellige persönliche Identifikationsnummer oder PIN per Post, normalerweise innerhalb von 2 bis 4 Wochen. Je nachdem, wo du wohnst, kann es aber auch etwas länger dauern. Ist die PIN da, musst du sie in deinem AdSense für YouTube-Konto unter Zahlungen bei Bestätigungsprozess eingeben. Wenn die PIN nach 4 Wochen noch nicht da ist, sieh in den Kontoeinstellungen nach, ob alles stimmt. Vor allem deine Zahlungsadresse. Unter Zahlungen und Einstellungen kannst du deine Daten ändern. Wenn alle Informationen richtig sind und die PIN trotzdem nicht ankommt, kannst du sie dir nochmal schicken lassen. Klicke dazu auf Zahlungen, Bestätigungsprozess und PIN erneut senden. Du kannst die PIN bis zu 3-mal anfordern und hast ab der ersten Erstellung der PIN 4 Monate Zeit, sie in deinem Konto einzugeben. Nach diesen 4 Monaten wird die Monetarisierung für deinen Kanal pausiert, bis du deine Zahlungsadresse bestätigt hast. Ist das erledigt, wirst du aufgefordert, deine Zahlungsinformationen in AdSense für YouTube einzugeben, inklusive Steuerangaben und Zahlungsart. Die Steuerinformationen brauchen wir von allen Creatoren, die die Monetarisierung nutzen, egal wo sie wohnen. Klicke dazu in deinem AdSense für YouTube-Konto auf Zahlungen, Zahlungsinformationen und Einstellungen verwalten. Dann scrollst du zu Zahlungsprofil und klickst neben Steuerinformationen Deutschland auf Bearbeiten und Steuerinformationen verwalten. Als nächstes kannst du eine Zahlungsart auswählen und einrichten. Dazu müssen deine Einnahmen zuerst einen bestimmten Mindestbetrag erreicht haben. In den USA sind das $10, aber der Betrag variiert je nach Land und Währung. Zum Einrichten wählst du im AdSense für YouTube-Konto wieder Zahlungen und dann Zahlungsmethode hinzufügen aus. Du hast dann verschiedene Optionen wie CPA-Zahlung, Überweisung und Scheck, je nach deiner Zahlungsadresse. Nachdem du die nötigen Mindesteinnahmen erreicht hast, kann es noch etwas dauern, bis du deine Zahlungsart festlegen kannst. Deine Einnahmen müssen nämlich zuerst deinem AdSense für YouTube-Konto hinzugefügt werden. Das passiert zwischen dem 7. und 12. des Folgemonats. Wenn du also den Mindestbetrag von $10 im Januar erreichst, kannst du deine Zahlungsart zwischen dem 7. und 12. Februar einrichten. Jetzt musst du noch den Mindestbetrag für die Auszahlung erreichen, damit du deine Einnahmen erhalten kannst. In den USA sind das $100, aber der Betrag variiert je nach Land und Währung. Fassen wir nochmal zusammen. Du bestätigst Identität und Zahlungsadresse, fügst Steuerangaben und Zahlungsart hinzu und wartest, bis du die Mindesteinnahmen für Auszahlungen erreicht hast. Es kann eine Weile dauern, bis alle Schritte abgeschlossen sind. Du kannst aber jederzeit nachsehen, wie es mit dem Einrichtungsprozess vorangeht. Das geht auf der Seite Einnahmen in YouTube Studio. Und jetzt zur nächsten Frage. Wann werde ich dann anschließend immer bezahlt? YouTube bezahlt Creator monatlich. Die Einnahmen eines Monats werden zwischen dem 21. und 26. des Folgemonats ausgezahlt. Wann das Geld tatsächlich bei dir ankommt, hängt von deiner Zahlungsart ab. Hier ein Beispiel aus den USA. Wenn ein Creator $100 im Januar verdient, wird die Auszahlung zwischen dem 21. und 26. Februar veranlasst. Die Verarbeitungszeit ist je nach Zahlungsart unterschiedlich. Bei EFT-Überweisungen sind es 4 bis 10 Tage, bei Überweisungen bis zu 15 Arbeitstagen und bei Schecks 2 bis 4 Wochen. Wo finde ich den Status und das Datum meiner Auszahlung? Auf der Seite Einnahmen in YouTube Studio siehst du, ob aktuell eine Auszahlung bei dir ansteht und wann der Betrag an deine Bank überwiesen wurde. Wann genau das Geld bei dir ankommt, hängt von der Zahlungsart ab.
Bei EFT-Überweisungen ist die Verarbeitungszeit 4 bis 10 Tage, bei Überweisungen bis zu 15 Arbeitstagen, bei Schecks 2 bis 4 Wochen. Du findest diese Infos auch in deinem AdSense für YouTube-Konto. Dort wird auf der Seite Zahlungen zwischen dem 21. und 26. des Folgemonats ein Hinweis angezeigt, dass eine Zahlung ansteht. Allerdings wird AdSense für YouTube nicht so oft aktualisiert. Deshalb solltest du auch auf der Seite Einnahmen in YouTube Studio nachsehen. Warum unterscheidet sich die Auszahlung von dem Betrag, der in YouTube Analytics angezeigt wird? Die Angaben in YouTube Analytics sind Schätzungen. Sie ändern sich je nachdem, was auf deinem Kanal so los ist und anderen Anpassungen unsererseits im Laufe eines Monats. Ausgezahlt werden die tatsächlichen Beträge nach allen Abzügen und Steuern. Sobald wir die Zahlung veranlasst haben, siehst du den endgültigen Auszahlungsbetrag in der YouTube Studio App und in AdSense für YouTube. Abzüge für ungültige Zugriffe, Content-ID-Ansprüche, Steuern und so weiter wurden dabei berücksichtigt. Differenzen bei den Beträgen können aber auch andere Gründe haben, zum Beispiel verzögerte Daten, noch nicht ausbezahlte Einnahmen aus vorigen Monaten und schwankende Wechselkurse, wenn du nicht in US-Dollar bezahlt wirst. Unter den Links in der Beschreibung findest du mehr Infos zu Zahlungen von YouTube. Danke fürs Zusehen.